Ja, herzlich willkommen zurück in der Aktionsreihe der Roten Fabrik. Das Thema jetzt ist Blockchain, die Blockchain. Jeder, der Internetanschluss hat, weiß, dass dieses Wort neue Maßstäbe für das Konzept Hype gesetzt hat. Aber was ist wirklich dran? In welchen Bereichen macht eine Blockchain Sinn? Welche Probleme können damit gelöst werden? Welche besser nicht? Was sind Alternativen? Zu dem Thema freut es mich ganz besonders, Dr. Marcel Waldvogel begrüßen zu dürfen. Er ist an der ETH Zürich ausgebildeter und promovierter Informatiker. In seiner wissenschaftlichen Arbeit behandelt er nicht nur technische Komponenten von Internet und Sicherheit, sondern auch die damit verzahnten gesellschaftlichen Aspekte. Außerdem ist er aktuell ein innovativer IT-Unternehmer im Bereich Digitalisierung. Und damit ist er optimal qualifiziert für den Vortrag, der diese Fragen beantworten wird mit dem Titel: Muss es denn immer Blockchain sein? Versprechen, Hype und bewährte Technologien. Noch eine Bemerkung. Es gibt einen Chat unterhalb des Videostream-Windows links. Da steht Q&A-Chat oder sowas. Wenn man da drauf drückt, kann man Fragen im Chat stellen, die hinterher in der Q&A-Session beantwortet werden. Unterhalb rechts des Streaming-Windows ist ein Knopf, auf dem sowas wie Diskussion steht. Da geht es zu einem Big-Blue-Button-Raum, in dem nach der offiziellen Zeit Marcel noch für ein bisschen Hintergrundfragen zur Verfügung steht, dauert aber ein paar Minuten, bis er da ist, nachdem die Zeit vorbei ist. Gut. Marcel Waldvogel, bitte. Danke vielmals. Eben der Titel sagt schon alles. Die Struktur des Vortrags ist im Untertitel gegeben, von daher steigen wir gleich ein. Was sind denn so Anwendungen der Blockchain? Wir fragen uns, unsere Lieblingssuchmaschine gibt die richtigen Antworten. Klicken wir auf den ersten Link, insbesondere weil das ja sowieso ein Schweizer Link ist. Also, da sehen wir dann irgendwann, hey, Blockchain kann man für eine von diesen 28 tollen Sachen einsetzen, beziehungsweise hier schon mal drei. Hier sind dann die restlichen. Ich habe es versucht, ein bisschen zu strukturieren. Eben Finanzen, internationale Zahlungen, Direktzahlungen und vieles andere mehr soll gelöst werden. Supply Chains, Lieferketten sollen behoben werden, Fälschungen eliminiert, Künstler fair bezahlt, Bürgerdaten sicher gemanagt werden, EIDs, elektronische Identitäten, Wahlen sollen revolutioniert werden und endlich mal richtig fair und demokratisch ablaufen können und vieles andere mehr. Also schlussendlich, hey, die Blockchain kann alles. Außer dass halt von diesen angekündigten 28 Punkten nur 26 ich gefunden habe. Also zählen kann die Blockchain schon mal nicht. Was will man eigentlich? Also wir haben auf einer Seite haben wir Sachen, wo wir wenige Akteure haben, wenige, die Daten einspeisen wollen, aber ganz viel Transparenz schlussendlich herauskommen soll. Oder wir haben Bereiche, in denen wenige Akteure nur unter sich aktiv sind. Und wir haben viele Akteure und öffentliche Einblicke und so weiter. Und hey, die Blockchain speichert alles ewig, aber was passiert dann eigentlich mit dem Datenschutz? So einige dieser Sachen werden wir jetzt hier beantworten und mal schauen, worauf es hingeht. Also wenn wir, ich habe mal drei Quellen versucht zu durchsuchen und zu sagen, herauszufinden, was sind eigentlich das, was Blockchain ausmacht. Meistens sind es nur vier Punkte, aber es sind jedes Mal vier andere Punkte. Alles sind tolle Mechanismen und man sieht zum Teil, wenn man ein bisschen da hineinschaut oder wenn man es weiß, dass das Ganze aus der Krypto-Anarchie-Bewegung heraus entstanden ist, dem Krypto-Anarchismus. Wir vertrauen niemandem, insbesondere keiner Struktur, Organisation, insbesondere keinem Staat. Das Einzige, was ohne Fehler ist, ist unser eigener Code und entsprechend Code is Law. Also der Code, der Programm soll das Gesetz sein. Wir haben aber in der realen Welt eigentlich ganz andere Erwartungen, nämlich grundsätzlich haben wir eigentlich mindestens eine gewisse Menge an Vertrauen. Aber es wäre jetzt natürlich schön, wenn dieses Vertrauen regelmäßig wieder demonstriert werden würde durch Transparenz. Also was erwarten wir eigentlich von einer Blockchain, wenn wir das ein bisschen strukturieren?
jetzt im Businessbereich meistens irgendwie eine zuverlässige und integre Verwaltung unserer Geschäftsprozesse. Dazu wäre es sinnvoll, wenn viele der Sachen so ähnlich nachvollziehbar wären wie eine Buchhaltung. Aber der eine Punkt, der hier steht, eben Manipulationssicherheit. Nein, eigentlich wollen wir Manipulationssicherheit nicht in der realen Welt. Also deshalb gibt es bei der Buchhaltung schon seit Jahrhunderten eine Storno-Möglichkeit. Aber diese Storno-Möglichkeit ist nachher eben wiederum sichtbar. Da wurde unter bestimmten Umständen eine Änderung gemacht, weil da war ein Fehler und dieser Fehler wurde korrigiert. Fehlerkultur ist Teil dessen, was uns Menschen eigentlich ausprägen sollte. Und wir müssen lernen, mit Fehlern umzugehen. Und die Blockchain grundsätzlich ist, wenn man sie so auslegt, wie sie von den entsprechenden Proponenten ausgelegt wird, ist gegen Fehlerkultur und gegen Datenschutz. Das soll verteilt stattfinden und wir sollen einen Konsens haben. Nein, eigentlich wollen wir keinen Konsens haben, wir wollen nur Konsistenz haben. Wir wollen, dass die Informationen nicht widersprüchlich sind. Es müssen nicht überall exakt die gleichen sein, die gleichen Informationen, ob jetzt eine Buchung in Zeile 18 oder in 19 ist schlussendlich eigentlich egal. Am Schluss muss das Gleiche rauskommen. Und wie wir sehen werden, macht es das deutlich einfacher. Und wir haben auch den Wunsch an die typischen IT-Lösungen, dass wir eben eine bestimmte Geschwindigkeit, gewisse Vertraulichkeit haben und dass wir diese Daten dann irgendwie wieder automatisch weiterverarbeiten können. Also schauen wir uns doch mal kurz an. Ah ja, stimmt. Sorry. Genau, also diese Punkte rechts oben, die jetzt ausgegraut sind, die interessieren uns eigentlich gar nicht, auch wenn sie immer als wichtige Punkte aufgezeichnet sind. Oder wir wollen sie sogar gar nicht. Wir werden das nachher noch an einigen Beispielen sehen, sobald wir ein bisschen mehr wissen, was da eigentlich dahinter abläuft. Stellen wir uns so ganz im Sinne dieser Kryptoanarchie mal vor, hey, wir haben hier eine etwas alternative Bank, nicht die mit dem gleichen Namen, sondern wirklich ein bisschen ein kryptoanarchisches Unternehmen. Und die wollen nicht große Ordner herumschleppen, die wollen aber auch keine festen Arbeitszeiten und so weiter haben und schon gar nicht einander vertrauen. Also haben die ein Loseblattsystem eingeführt und dieses Loseblattsystem, da ist jeder dann am Morgen, wird da ausgelost, wer jetzt für den aktuellen Tag und die Transaktionen zuständig ist. Und am Abend, wenn da alle Transaktionen erfasst wurden, stempelt die zuständige Person entsprechend diesen Datensatz, dieses A4-Blatt ab. Am nächsten Tag ist jemand anders zuständig und führt auch seine Buchhaltung ganz schön weiter. Aber naja, jetzt in dieser lose Blattsammlung, wenn ich die dann einfach irgendwo ablegen würde, was würde passieren? Irgendjemand könnte dann zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt eine dieser lose Blätter austauschen, ohne dass es jemand merken will. Das will ich jetzt verhindern und entsprechend packe ich eine verkleinerte Kopie des Vorgängerblattes da hinein, damit habe ich eine Verkettung. Und stemple diese ab. Am nächsten Tag ist wiederum jemand anders zuständig. Auch hier wird eine verkleinerte Kopie des Vortages, die dann wiederum eine verkleinerte Kopie des Vorvortages und so weiter beinhaltet, mit abgelegt und abgestempelt. Super. Das ist eigentlich die Blockchain auf Papier. Wenn wir das jetzt aber eben nicht auf Papier haben wollen, sondern ein bisschen digitaler, haben wir einen Block, hier diesen Lego-Block. Und in dem steht drin, wer ihn erzeugt hat. Und der hat einen Hash. Und im Prinzip dieser Hash ist die Verkleinerung seines eigenen Wertes. Damit ist eindeutig zuweisbar, was der Inhalt dieses Blocks ist. Und dann
kann ich eben einen nächsten Block drauf aufsetzen und dieser Block verweist eben auf den vorherigen Hash und der nächste Block. Und so entsteht eine ganze Kette, so ähnlich wie eine Ähre auf dem Titelbild. Was mache ich jetzt aber, wie bestimme ich jetzt aber in meiner kryptoanarchischen Umgebung, wieso, wer jetzt da den nächsten Block bestimmen darf? Weil ich traue ja niemandem. Jeder ist grundsätzlich nur da, um mich zu bescheißen. Mindestens ist das so ein bisschen die Annahme dahinter. Und das Einzige, was ich vertraue, ist der Code. Also machen wir ein Rätsel daraus. Und wir machen eine Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit soll gewährleistet werden dadurch, dass jemand ziemlich viel investieren muss. Wir nehmen jetzt diesen 100-seitigen Würfel und würfeln so lange, bis wir eine 1 würfeln. Ein normaler Mensch braucht da eine gute Minute dafür. Ist okay. Und damit haben wir ein Proof of Work und hoffen, dass da die Leute das entsprechend, dass sie diese Zeit und Geld nicht investieren, ohne auch wirklich einen Gegenwert zu wollen. Jetzt die Zahl für in der Bitcoin-Blockchain ist, dass für einen neuen Block etwa 120 Trillionen mal gewürfelt werden muss. Das entspricht einem Würfel mit 120 Trillionen Seiten. Einen Würfel mit 120 Trillionen Seiten vorzustellen, ist ein bisschen schwierig. Also nehmen wir doch mal einfach so unsere gute alte Erde und teilen die in 120 Trillionen einzelne Teile auf. Das sind dann etwa 6x6 Zentimeter große Felder. 120 Trillionen. Einfach so mal, immer noch unvorstellbar, aber ein bisschen eher vorstellbar, dass es eine wahnsinnig große Zahl ist. Und jetzt haben wir da unsere Buchhalter, die aus einer Erdumlaufbahn jetzt Stempel abwerfen, bis sie ein 6x6 cm großes Stempelfeld auf einem einzelnen Formular irgendwo auf der Welt finden. Das ist etwa die Aufgabe, die vom Bitcoin Blockchain Network alle 10 Minuten gelöst wird und wofür dann am Tag geschätzt Elektrizität im Wert von mindestens 20 Millionen Franken umgesetzt wird. Hardware, Mieten, Arbeitskosten etc. alles noch nicht einberechnet. Also das kann ja nicht sinnvoll sein. So, also klar, dieser Proof of Work ist nur ein Mechanismus. Ethereum, eine andere Blockchain, die von Zucker Vitali Butnik da verwaltet wird, will demnächst auf Proof of Stake umstellen. Das klingt viel besser. Hey, die Leute, die einen Anreiz haben, da, dass die Währung gilt, die sollen auch was dafür kriegen und sollen sich dafür einsetzen. Aber schlussendlich läuft das darauf hinaus, dass wieder alles monetarisiert wird, selbst die Erzeugung einer Zufallszahl, die nötig ist, um zu bestimmen, wer jetzt eigentlich dieses Mal der Richtige ist, der bestätigen darf, dass alles okay ist, wird über einen Smart Contract gemacht, wo Geld investiert wird. Und wenn man da kurz mal offline ist oder einen Internetausfall hat, verliert man mindestens einen Teil, wenn nicht sogar alles dieser Gelder. Und man darf erst ab 80.000 Franken mitmachen, wenn man sich nicht wieder auf andere verhalten will. Also schlussendlich haben wir da eine Plutokratie oder auf Deutsch Reichtumsherrschaft. Also schlussendlich klingt das alles nicht so toll, aber naja, da gibt es ja auch noch andere Ansätze, wie man Blockchain machen kann. Aber bevor wir jetzt da diese genauer anschauen, treten wir mal einen Schritt zurück. Schauen uns mal an, was wollen wir eigentlich erreichen? Wir wollen eigentlich eben unsere zuverlässigen und integren Geschäftsprozesse mit ein bisschen Nachvollziehbarkeit. Und wie wir sehen in diesen kleinen Bällen hier, die Größe ist so eine quantitative Aussage über die Komplexität, die damit da zusammen ist. Integrität und Nachvollziehbarkeit ist etwas vom Einfachsten, was man machen kann. Unveränderbarkeit ist schon etwas schwieriger, verteilter Konsens noch schwieriger. Double Spending zu vermeiden, wie das halt eben in so einer Währung
passiert noch mal ein Stück schwieriger. Also wenn wir eine klassische Blockchain einsetzen, eben beispielsweise auf Bitcoin- oder Ethereum-Basis, dann lösen wir ein viel zu komplexes Problem, um irgendwie was viel Einfacheres da unten dran lösen zu können. Wir wollen eigentlich ja mehr oder weniger da ein bisschen Transparenz haben. Ich habe jetzt davon diesen 28 oder 26 Punkten ein paar ausgewählt und die mal so ein bisschen dargestellt. Eben das eine ist so Zahlungen zwischen Banken. Ja, da will ich eine gewisse Integrität, eine Nachverfolgbarkeit und möglicherweise auch eine Unveränderbarkeit. Aber das große Problem, was ganz viele Leute sagen, würde die Blockchain lösen, ist ein Layer-8-Problem, ein Management-Problem, nämlich, dass die Banken dieses Geld, diese Zahlungsformen akzeptieren. Aus einem bestimmten Grund gibt es SWIFT, das ja jetzt dieser Tage wieder in den Schlagzeilen ist, als Interbank-Zahlungsmittel, damit eben nicht jede Bank mit jeder anderen einen Vertrag haben muss. Das könnte auch eine gute Idee sein. Deshalb da Rechtspunkt. Peer-to-Peer-Transfer, also das ist das, was die Kryptowährungen eigentlich erreichen wollen. Die brauchen alles, ist aber eben auch wieder hier ist das Akzeptanzproblem. Es gibt nicht so viele Läden, in denen man mit Bitcoin oder was auch immer zahlen kann. Und dann ein weiteres Problem, was da in der Liste aufgeführt ist, dass das den internationalen Handel vereinfachen würde. Aber schlussendlich ist das Problem beim internationalen Handel, ist, sich einig zu werden, was will man jetzt eigentlich und unter welchen Bedingungen will man das. Also wiederum ein Layer 8 Problem. Und die Frage ist, ob das dann taugt. Die Künstlersache läuft auf NFTs hinaus, könnte ich noch ewig darüber reden und finde ich ein Scam. Aber dazu vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt was. Genau, Supply Chains. Hey, ich will meine Bananen, die hier ankommen, sollen fair erarbeitet werden, nachhaltig, biologisch, was auch immer, gezogen werden. Auch hier ist es nicht ein technisches Problem, sondern das ist ein Problem des Vertrauens. Es gibt den Spruch, the Blockchain won't lie to you. Aber die Blockchain weiß nie, ob ich sie jetzt anlüge. Ich kann sagen, ja klar sind diese Bananen super toll gezüchtet worden und während die Arbeiter drunter standen, sind auch keine Pestizidflüge drüber gelaufen und so weiter. Aber woher soll die Blockchain das wissen? Es funktioniert nur, wenn wir schlussendlich ein Minimum an Vertrauen haben. Und dann reicht nämlich auch wieder Integrität und Nachvollziehbarkeit. Unsere ganzen Gesundheitsdaten in der Blockchain zu stecken, hören wir auch dauernd. Unsere ganzen Bürgerdaten, EIDs da reinzupacken. Ja, aber auch hier sind die eigentlichen Probleme Layer-8-Probleme, dass nämlich die Prozesse dahinter entweder unsicher oder verkorkst sind und nicht, dass die eigentliche Datenspeicherung, die eigentliche Datenverteilung das Problem ist, sondern im Gegenteil, es ist sogar so, dass offiziell bestätigte Daten natürlich viel mehr Wert haben als Daten, die potenziell aus schlechten Quellen herstammen. Und deshalb will ich unter Umständen gar nicht, dass allzu viele Stellen bestätigte Daten von mir haben. Über Wahlen müssen wir, glaube ich, gar nicht sprechen, die in die Blockchain abzulegen. Und zwei weitere Punkte, die auf dieser Liste zu finden sind, ist, dass, hey, wenn ich eine Blockchain habe, dann habe ich nachher keine Probleme mit meiner Datenqualität, habe ich keine Probleme mehr mit doppelten Objekten, keine Probleme mehr mit Falscheingaben. Doch, die habe ich und sogar erst recht noch mehr, weil ich es nämlich eben nicht mehr ändern kann, wenn ich eine Blockchain einfach so direkt anwende. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Sondern wenn ich meine Geschäftsprozesse digitalisiere, will ich zuerst eigentlich meinen Geschäftsprozess vernünftig organisieren, weil ein digitalisierter
eine digitalisierte Version eines Geschäftsprozesses, der schlecht ist, ist einfach dann ein digitalisierter Scheißprozess. Und auch Cybersecurity, Angriffe gegen uns wird das Teil nicht lösen. Und ja, also schlussendlich, wir hatten uns die Sachen angeschaut und waren der Meinung, hey, irgendwie wäre es toll, wenn wir da sowas Ähnliches wie eine Blockchain nutzen könnten. Wir haben Integrität, wir wollten Nachvollziehbarkeit für eine Softwarearchivierung, so eine Art Bibliothek für Software, die in Zusammenarbeit mit Forschungsdaten verwendet wurde, die die Quelle ist für Daten, die dann in Publikationen, als wissenschaftlich, in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht wird. Und ja, wir wollten das schlussendlich irgendwie sinnvoll erreichen und wir hatten bereits Git, Open Source Software und Veröffentlichungen drin. Also war es unserer Ansicht nach eine gute Idee und wir wollten jetzt uns die Sachen anschauen. Wir hatten ein paar Büros weiter, jemanden, der sich mit Blockchain auskannte. Hey, machen wir doch da mal Blockchain draus. Klar, selbstverständlich, unsere Blockchain macht alles. Aber die Frage war dann, ja, können wir jetzt irgendwas da in dieses Archiv ablegen? Irgendwas, was uns Vertrauen gibt, was wir damit ausliefern können, um den Leuten zu sagen, hey, das, nein, das geht ganz einfach. Da kann dann jemand den Hash dieser Daten irgendwie bei uns in unser Gateway-System einpflegen und wir liefern dann ein Häkchen zurück, wenn das entsprechend bei in der unserer Version der Daten ist, die wir irgendwie dann magisch mit der Blockchain abgleichen. Also die Daten waren weder in der Blockchain, die Daten waren weder irgendwie markiert mit irgendwas, aber man sollte einfach irgendwie dem Gateway-Dienst herauen. Und auf diese Sache läuft es an den allermeisten Ecken hinaus, sobald da irgendwie jemand sagt, hey, wir machen das mit der Blockchain, weil die Blockchain selbst ist viel zu kompliziert und die will man irgendwie nur noch irgendwie so als Restmüllablage haben. Also schlussendlich wollten wir eigentlich nur einen Zeitstempel, hey, diese Daten gab es zu diesem Zeitpunkt. Mehr wollten wir eigentlich gar nicht. Wir wollten diesen ganzen riesigen Aufwand weglassen. Und wir hatten Git im Einsatz und Git erlaubt bereits seit 2003, also bevor es Blockchains gab, hat es die Verkettung. Es hat einen etwas eigenwilligen Konsensmechanismus, nämlich keinen, oder einfach derjenige, der die Daten kontrolliert, kontrolliert die Daten. Aber es gibt die Möglichkeit, da Signaturen zu hinterlegen und entsprechend diese Signaturen auch, die sind implizit mit einem Datum versehen. Also wollten wir da diese Daten nutzen und eben auch verketten. 1991, in der Ur- und Frühgeschichte, wenn es da um Blockchains geht, also 17 Jahre vor Bitcoin, haben sich Stuart Haber und Scott Stornetta bereits mal überlegt, hey, wie würde ich eigentlich einen Zeitstempel eines digitalen Dokuments machen? Klar, die einfachste Lösung ist, ich packe da eine digitale Signatur von einer vertrauenswürdigen Organisation drunter. Aber dann die Frage, die Sie in Kapitel 5 stellen, ist, ja, aber wer beobachtet dann, who guards the guards themselves? Wer stellt sicher, dass diese Leute, wenn sie ihre digitalen Signaturen ausstellen, die auch korrekt ausstellen? Also brauchen wir irgendwie wiederum ein Transparenzmechanismus und das Transparenz, eines der Transparenzmechanismen, die Sie vorgeschlagen haben, war Linking. Das heißt, die entsprechenden Signaturen werden mindestens teilweise veröffentlicht, in Ihrem Fall nur teilweise, und damit dann jeder nachvollziehen kann, hey, ja, das war wirklich, das ist eine Signatur, die wirklich 1991 erstellt wurde und nicht erst heute erstellt wurde und gesagt wurde, ich hätte die dann übrigens 1991 erstellt. Wir wissen ja, wir können gegenüber der Blockchain jederzeit lügen, aber eben in die Gegenrichtung wird schwierig.
Also, unsere Idee war jetzt dann auch eben diese Ehrlichkeit durch soziales Vertrauen zu haben. Wir haben festgestellt, die allermeisten Mechanismen brauchen sowieso ein grundsätzliches Maß an Vertrauen und verwenden eben die Git als Verknüpfung, veröffentlichen die ganzen Signaturen vollständig und haben als Mechanismus, als Kontrollmechanismus gegenseitige Zeitstempel. Also das heißt, dass keiner auch nach der Veröffentlichung noch was verändern kann. Und das Coole ist, dass da eben sowas wie das hier, das ist ein Raspberry Pi Zero, kostet eine Handvoll Franken, braucht Strom für so gut wie nichts. Also weit, weit weg von diesen 20 Millionen, die da täglich in die Bitcoin-Blockchain alleine hineinfließen, und kann aber über 1 Million Zeitstempel pro Tag erstellen. Also ein wahnsinniges, tolles Werkzeug, ein revolutionäres Werkzeug. Und eben wenn diese Zeitstempler untereinander sich gegenseitig zeitstempeln, kann keiner nachher nachträglich sagen, aber ich habe da jetzt doch noch was geändert. Also wir haben Ehrlichkeit durch soziale Kontrolle und damit sind wir eigentlich wieder dort, wo wir ursprünglich sein wollten, nämlich ich behaupte, Technologie hilft uns nie, ein soziales Problem zu lösen. Technologie kann uns unterstützen, aber der eigentliche Schritt muss innerhalb der Gesellschaft erfolgen. Und entsprechend sind wir wieder beim sozialen Vertrauen, bei der Gesellschaft und bleiben eigentlich dort. So, und jetzt kurz zum Schluss. Die Blockchain-Mechanismen sind kompliziert, teuer. Meistens machen sie auch etwas ganz anderes als das, was man eigentlich will. Und all die Versprechen, was die Probleme, was die Blockchain lösen sollen, sind meistens Layer-8-Probleme, die also absolut nicht technischer, sondern gesellschaftlicher, organisatorischer Managementstruktur sind. Ja, und wenn wir hingegen nur Zeitstempel machen, und da gibt es andere Mechanismen, will ich unseren gar nicht als einzigen da drin haben, aber da kann man auf Bekanntes und Bewährtes aufsetzen, kommt sehr günstig dazu und ist wieder in dem Bereich, wo wir eigentlich uns sehr gut auskennen, nämlich Vertrauen zwischen den Menschen. Und damit hat eigentlich jeder den Vorteil, dass er wieder einfach ein ganz netter Mensch sein kann, und einfach etwas Gutes tun kann und es kostet ihn nicht mal etwas und ist deutlich besser als eben halt diesen finanziellen Lock-in, den wir in den klassischen Blockchains haben. Danke vielmals. So, Entschuldigung, ich habe jetzt doch noch 2 Minuten überzogen, aber wie sieht es so aus auf der Fragenseite? Ja, also nominell haben wir noch 1 Minute und 45 Sekunden für Fragen, aber in Anbetracht der Tatsache, dass hinterher sowieso eine längere Pause ist und die Regie nichts dagegen hat, können wir vielleicht ein bisschen überziehen. Wir haben 4 Fragen im Chat. Ich finde die ein bisschen interessant, weil die auch die Sache nochmal klarer machen. Also nicht, dass das unklar war, das war hochspannend. Vor allem der Schluss hat mir auch gut gefallen, dass man halt soziale Probleme und Prozesse sicher nicht wegcoden kann. Ich lese mal die erste Frage vor, die kommt von Case E. Er fragt einfach, gab es, seit Bitcoin 2008 eingeführt wurde, irgendeine sinnvolle weitere Anwendung eines Distributed Ledgers bzw. einer Blockchain, wie sie die Proponenten vertreten? Ich kenne keine. Ich formuliere es mal so. Und ich bin, falls jemand eine kennt, nennt sie mir bitte. Ich war jetzt die letzten paar Wochen nochmal intensiv auf der Suche nach irgendwelchen guten Lösungen und auch die Leute, die finden, eben Bitcoin sollte das Geldsystem revolutionieren und eben der ganze Krieg da rund um die Ukraine wäre viel einfacher und die Finanzierung da, wenn wir auf Bitcoin, auf Web3 und was auch immer gesetzt hätten, konnten mir alle das nicht vernünftig verkaufen. Im Gegenteil, ich behaupte, dass es unterdessen klarer geworden ist, dass Blockchain, so wie sie propagiert wird, im Normalfall eben nicht den erwünschten Zweck hat und dass wir eben mit einem viel zu großen Hammer auf einen viel zu kleinen Nagel gehen, beziehungsweise auf den falschen Nagel, sondern
eigentlich die ursprünglichen Probleme angehen wollen, grundsätzlich Struktur zu schaffen für unsere Geschäftsprozesse und auch unsere öffentlichen Prozesse und dann Vertrauen, Nachhaltigkeit, Transparenz da einzubauen, dass das der wichtigere Prozess ist, als einfach irgendwie zuerst irgendwie Blockchain hinzuklotzen und dann nachher zu schauen, was war eigentlich die Frage. Gut, also hier die nächste Frage ist vielleicht teilweise antwortende Idee. Wie heißt er? Jimmer sagt oder kommentiert, vielleicht wäre die Idee, Blockchains einzusetzen, um Urheberrechtsstreitigkeiten vorzubeugen. Klammer zum Beispiel, wer hatte die oder eine andere Idee zuerst und so weiter. Ja, also das ist ein beliebtes Thema und das ist eigentlich auch die Quelle von Zeitstempeln. Aber wir brauchen dazu nicht eine Blockchain, sondern die Leute brauchen einfach, hey, ich hatte diese Idee schon zu diesem Zeitpunkt. Dazu brauche ich nicht, alle meine Ideen abzulegen. Ich will ja schon gar nicht veröffentlichen. Also ein Teil, eine ursprüngliche Idee dessen ist ja auch das ganze Patentsystem, das einen Zeitstempel für die Idee vergibt, einen öffentlichen, und im Gegenzug zur Veröffentlichung der Idee, damit sie auch der Zukunft den Nachfahren erhalten bleibt, auch wenn man irgendwann dann sterben sollte oder sie vergessen sollte, dafür wird ein zeitlich beschränktes Monopol auf die Nutzung dieser Idee gewährt. Auch die Wissenschaftler da in der Renaissance und Ähnliches haben zum Teil kryptische Nachrichten verschickt, um eben eine bestimmte mathematische Idee Zeit zu stempeln, dass sie die Anfangsbuchstaben eines ihrer Hauptsätze da einem Kollegen mitgeschrieben haben. Andere Sachen waren auch so Zeitungsannoncen, in denen etwas veröffentlicht wurde, was nicht direkt hilfreich war, aber wo man nachher sagen konnte, hey, da, genau damit habe ich das gemeint. Es gibt Leute, die Git-Hashes von ihren Dokumenten oder sonstige Hashes in Twitter und ähnlichen sozialen Netzwerken teilen, um es eben gezeitstempelt zu haben. Also das, was wir eigentlich brauchen, ist meistens ein Zeitstempel. Mhm. Und das zieht sich durch die Jahrhunderte und ich denke, auch das ist der wichtige Teil und auf den sollten wir uns konzentrieren. Und das ganze andere ist nettes Werk, netten Schaum, den man da drumherum platzieren kann, aber so wie es aussieht, ohne wirklich den Mehrwert, den da, ich weiß nicht, wie viele Millionen an Beraterstunden da bereits hineingeflossen sind, aber eben mit fraglichem beziehungsweise nachher null Output. Gut, wir haben noch eine Frage, aber ich glaube, die wurde teilweise jetzt schon, eigentlich die Antwort kann ich mir schon vorstellen jedenfalls. Die Bente fragt, gibt es eine Aufgabenstellung, die nicht ohne Blockchain gelöst werden kann oder besser gelöst werden kann? Eben, also die nicht ohne Blockchain gelöst werden, also die ohne Blockchain nicht besser gelöst werden kann oder sowas. Ja, die man entweder nicht ohne Blockchain lösen kann oder die man ohne Blockchain besser lösen kann. Also ich glaube eben die Verkettung als Idee, der Teil ist ein wichtiger Aspekt und deshalb sind ja auch Source-Control-Versionsverwaltungssysteme wie Git und so weiter, die auf Hash-Basis arbeiten, mit denen man eben verteilte Softwareentwicklung machen kann und die uns aus diesem Lock-in der zentralisierten oder eben zum Teil sogar nur auf einem einzelnen Rechner verfügbaren Versionskontrollsysteme wie SCCS und RCS herausgeführt haben, dann eben CVS und SVN als die ersten zentralisierten rechnerübergreifenden Systeme und dann jetzt eben um die Jahrtausendwende herum die Idee, hey, wir wollen eigentlich verteilte Softwareentwicklung machen. Das erlaubt mir dann auch eben meine persönliche Software, meine persönliche Version davon von einer anderen Software zu haben und diese ganzen Interaktionen zu machen und
Ja, schlussendlich eben diese Verkettung, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt und den sollten wir auf alle Fälle beibehalten, eben weil der für Integrität und Nachverfolgbarkeit wichtig ist, aber die ganzen restlichen Punkte sind eben außer für Kryptowährungen, welche meiner Ansicht nach nicht nachhaltig sind und eben die ganzen Entwicklungen rund um Web3, NFTs, also diese hässlichen Bilder, die da für Millionen den Eigentümer wechseln, sind nur notwendige Übel, um Geld in diese Maschinerie reinzupumpen, die 20 Millionen am Tag an Elektrizität verschleudert und dass es schlussendlich auf ein Schneeballsystem herausläuft, solange nicht auf der anderen Seite eine universelle Akzeptanz dieser Geldmittel da ist. Und eben einige Ökonomen vergleichen das, finden einen Vergleich mit Schneeballsystemen unfair, weil Schneeballsysteme immerhin noch Zero-Sum-Games seien, während eben diese ganzen Blockchain-basierten Krypto-Zahlungsmittel im Normalfall eben sogar in der Gesamtheit eigentlich nur einen Verlust darstellen können. Okay, damit hast du die letzte Frage eigentlich schon beantwortet. Was ist deine Meinung zu Web 3, wenn du noch das nochmal prägnant in drei Worten wiederholen willst? Also eben so in den letzten Tagen kamen eben diese Punkte wieder auf, hey, Web 3 und Bitcoin hätten da, würden uns kriegssicher machen. Nein, wir haben noch viel mehr eben zentralisierte Gateways, die sich daraus entwickeln, die dann zwar sagen, ja, hinten dran ist alles verteilt, aber das funktioniert nichts verteilt. Eine Transaktion, um einen Smart Contract von einem dieser NFT-Sachen herzubekommen, kostet eben Zehntausende von Franken. Klar, das sind virtuelle Franken, von daher stört es niemanden. Eben so eine Webseite, diese Games, die da ablaufen, sind meistens eben entweder Sklavenarbeit oder sonst wie Geldwäsche. Wenn jemand ein Gegenbeispiel hat, bitte her, aber ich habe in den letzten Wochen so viel Zeit investiert, da gute Beispiele zu finden, jetzt unabhängig auch von diesem Vortrag hier. Und ja, her damit. Aber eben bisher scheint das eben nicht der Fall zu sein. Nein, Web3, wir haben bessere Technologien, wenn es wirklich darum geht und einfach nur, es ist ineffizient. Wir laufen schlussendlich, weil die Transaktionskosten in den Blockchains wieder so hoch sind, läuft das meiste dann eben doch wieder nicht in den Blockchains selbst drin. Das heißt, wir haben die Nachteile von beiden Welten nochmal verdoppelt. Gut, herzlichen Dank. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank nochmal für den Vortrag. Auch Dank ans Publikum für die interessanten Fragen. Danke. Blockchain ist doch immer das, was wir immer befürchtet haben schon so. Marcel steht jetzt in ein paar Minuten noch im Big Blue Button Raum bereit für eine After-Talk-Discussion. Wenn da keiner ist, geht er sofort wieder raus. Also geht da rein und wartet kurz, bis er auftaucht. Jo, vielen Dank. Das war's hier. Ja, danke für die Fragen und ich freue mich auf weitere Diskussionen im Anschluss.